darf Sie jetzt recht herzlich begrüßen. Es ist ja die letzte Veranstaltung im Zyklus 2022/2023 in unserem Kulturabo. Wir haben das ein bisschen geändert. Sie haben ja schon alle die Zuschrift bekommen für das neue Kulturabo, ergänzt mit dem Programm für unser Kultur im Park. Sollten Sie zufällig diesen Abschnitt mithaben, wo Sie für das Kulturabo 23/24 sich anmelden, wie Frau Konorse von der Kulturabteilung ist auch in der Pause halt bei ihr. Sie können und dürfen das abgeben und wir würden uns freuen, Sie alle wieder begrüßen zu dürfen bei Kulturabo 23/24. Ja, heute haben wir einen hochinteressanten Abend. Wir haben Musik und das Magische. Dr. Misak haben wir ja schon kennengelernt mit seinen Zaubereien und mit seiner tollen Musik an der Geige, wie er als kleines Kind gelernt hat. Und er wird auch heute wieder seine Kunst darbringen mit sehr heiteren Geschichten aus der Musik. Begleitet wird er von Frau Trisco Veronika. Ich habe sie ein bisschen verblüfft, weil ich habe sie angeschaut und gesagt, kommen Sie aus dem Waldviertel? Sie hat gesagt, warum? Sag ich, ja, der Name Trisco ist ein typischer Waldviertler-Name, ich habe recht gehabt. Wir werden heute also die Frau am Klavier Frau Veronika Trisco begrüßen und an der Geige und als Zauberer Herrn Dr. Kade Misak. Ich wünsche euch für den heutigen Abend viel Erfolg. Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, wieder bei Ihnen hier in Wiener Neudorf sein zu können. Und wenn ich bei Ihnen bin, dann ist es für mich deswegen eine Freude, weil ich hier auch zu Ihnen sprechen kann. In vielen anderen Konzerten ist es so, dass hier wie eine gläserne Wand zwischen Podium und Publikum existiert und diese Brücke nur durchs Lauschen passiert. Und dabei entstehen so viele Missverständnisse. Sie wissen, wovon ich spreche. Da gibt es die Werke, die viele Sätze haben und wenn man so begeistert ist und man will einfach applaudieren, dann bekommt man vom Sitznachbarn vielleicht zugezischt, doch nicht in der Satzpause. Aber seien Sie unbesorgt, heute Abend dürfen Sie klatschen, wann immer Sie möchten. Also manchmal kommt es darauf an, wie man das Leben sieht, durch welche Brille. Wir versetzen uns nun ins 19. Jahrhundert, begeben uns ins Jahr 1828. Wir haben gerade mit Franz Schubert begonnen. 1828, das letzte Lebensjahr von Franz Schubert. Sie wissen, Schubert war eine tragische Gestalt. Genial, mit wie viel Herz er komponiert hat. Aber er hatte nie den Erfolg, den er eigentlich verdient hätte. Und dann kam 1828 und zum ersten Mal in seinem Leben durfte er ein Konzert programmieren, wo ausschließlich seine Werke am Programm waren. Und über dieses Konzert schrieb keine einzige Tageszeitung. Und weshalb? Weil ein berühmter Geiger aus Italien am gleichen Tag in Wien angekommen war, nämlich Niccolò Paganini. Thank you.
So, wir haben heute Pause in einem, glaube ich, ganz ausgezeichneten Konzert. Wie findest du bis jetzt? Sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Beeindruckend. Der erste Teil war, glaube ich, faszinierend, oder? Nein, fulminant, ein schönes Ende, ein fulminantes Ende dieses Kulturabos. Obwohl ich sagen muss, mich macht es immer narrisch, wenn ich irgendwas nicht begreife. Die Musikalität dieser beiden Künstler ist ja genial. Nur man weiß, was sie tun und man sieht, was sie tun. Aber die Zauberkünste macht es immer narrisch, wenn ich das nicht mitkriege, wie das jemand macht. Weil Herr Kulturgemeinderat, die heutige Vorstellung war ja sensationell. Wir sind jetzt in der Pause. Aber leider ist ja das Abo ausgelaufen. Wie war es denn eigentlich in Summe gesehen? Ja, also ich bin sehr froh, dass wir noch nicht am Ende des heutigen Abends sind, weil also Dr. Misak und Frau Veronika Trisco wirklich hervorragende Künstler sind und so einen lebendigen Vortrag bringen, dass ich mich auf den zweiten Teil riesig freue. Ja, wie war unser Kulturabo? Also ich kann ein Resümee ziehen, wir haben trotz Corona unseren Mitgliederstand oder unseren Abonnentenstand halten können, sogar leicht ausbauen können. Und das ist einmal wirklich sehr schön und das hat mir sehr gut gefallen, dass wir da keinen Einbruch erlitten haben. Und ja, das Resümee des Abos war sehr gut. Und wir haben ja schon das neue Abo vorstellen können. Das neue Abo ist wahrscheinlich noch lebendiger oder meiner Meinung nach eines der interessantesten, die wir jemals gehabt haben. Wir haben hier eine Mischung drinnen von Golden Melodies, ein Big Band Orchester. Wir haben drinnen den Hansi Desig, ein toller Künstler mit einer hervorragenden Stimme. Wir haben den Drew Sarich drinnen, ein Künstler von Weltrang, Amerikaner, einer der Musical-Stars und viele andere noch mehr. Wir haben den Gary Seidel natürlich drinnen. Es ist wirklich ein Bombenprogramm. Und ich habe zuerst gerade mit unserer Dame von der Kulturabteilung geplaudert. Wir haben Gott sei Dank schon sehr viele Anmeldungen und wir hoffen, dass wir zumindest wieder das Ziel erreichen, dass wir vielleicht wieder oder knapp unter 400 kommen. Dann versuchte er und nahm wieder einige Staubkörner in seine Hand hinein, drückte sie zusammen, magische Bewegungen. Und ein kleines Tüchlein kam zum Vorschein. Und Hofzinser verband seine Kunststücke stets mit Vergleichen auch zur Musik. Er verglich ein Tüchlein mit der Musik selbst. Er sagte, eigentlich ist die Musik ja fassbar in Form von Instrumenten und von Noten. Aber wenn wir die Musik zum Erklingen bringen, dann kann es sein, dass sie einen ganz anderen Zustand einnimmt und eben unsichtbar wird. Aber nie für sehr lange, weil Hofzinser sagt, die Musik liegt in der Luft, man muss nur nach ihr fassen, lauschen. Und tatsächlich, wenn es so ist, kommt sie wieder zum Vorschein. Aber Musik lässt sich auch aus einem anderen Winkel betrachten, nämlich, wenn Musik von einem Spieler gespielt wird, dann wandert sie vom Spieler und landet bei den Zuhörern. Und die Energie des Publikums wandert dann wieder und kommt wieder zurück und landet beim Spieler selbst. Ich sehe einige skeptische Gesichter im Publikum. Hofzinser zeigte dies in dieser Form, dass er sagte, Musik, die gespielt wird, wandert vom Spieler. Und ob sie es glauben oder nicht, kommt sie tatsächlich beim Publikum an. Thank you.
Herr Trisco, lieber Herr Dr. Kade Misak, recht herzlichen Dank für diesen magisch-musikalischen Abend oder musikalischen, magischen Abend. Auf jeden Fall, Sie haben recht gehabt bei der Einleitung Musik verzaubert. Es war wirklich ein hervorragendes Konzert. Dankeschön. Dankeschön. So. Eine kleine. Vielen Dank. Bevor ich Herrn Dr. Kade Misak jetzt nach Hause gehen lasse, möchte ich ihm ein Stichwort geben und bitten, das ein bisschen zu erklären. Allegro vivo. Oh, Allegro vivo, das ist ein Stichwort. Darüber spreche ich sehr gerne. Danke vielmals. Sie wissen, Allegro bedeutet glücklich. Und deswegen haben wir ein Musikfestival, das mein Vater gegründet hat vor 45 Jahren, dass das gesamte Waldviertel zum Erklingen bringt mit allen schönen Schlössern und Burgen. Wir feiern 45 Jahre diesen Sommer. Also wenn Sie Zeit haben, ins Waldviertel zu kommen, um einen Ausflug zu machen, dann möchte ich Sie gerne herzlich willkommen heißen in einem der schönen Schlösser und Burgen. Wir haben 50 Konzerte an wunderbaren Standorten von August bis Mitte September. Somit soll Niederösterreich erklingend im Sommer. Vielen Dank für den Hinweis dafür. Gerne. So. Ich darf mich jetzt nun für die Saison bedanken und ich glaube, unser Bürgermeister hat noch ein paar Worte an euch zu richten und unter Umständen ein Jobangebot für den Dr. Kade Misak. Ja, wir haben in der Pause gesprochen, also wenn Sie einmal Zeit haben oder Lust und Laune haben, eine Finanzabteilung steht Ihnen zur Verfügung. Ich habe gesehen, dass Sie aus Staubkörnern Geld machen können, damit ich mir mehr solche Abende leisten kann. Also wenn Sie Zeit haben, bitte rufen wir uns zusammen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke mir, würdig und fulminanter wie heute kann ein Kulturabo gar nicht zu Ende gehen. Vielen, vielen Dank für diesen Kulturreferent, das gesagt, magischen, zauberhaften Abend. Aber ich denke, es ist auch das nächste Abo wieder zauberhaft und magisch. Wir haben internationale Größen wie Hans Dessing, Gyu Saric, nationale Größen wie die Tonkünstler, wie Gerry Seidel. Alleine für diese vier Veranstaltungen sollen sie in jeder anderen Gemeinde mehr als bei uns für die neuen Veranstaltungen. Ja, und wenn jetzt endlich dann die Eisheiligen und das Aprilwetter vorbei sind, angeblich in einer Woche beginnt der Hochsommer, beginnen wir unser kulturelles Freiluftprogramm. 26. Mai hier gleich im Vorgarten des Festsaales Nils Simon, ein seltsames Paar, ich darf Sie herzlich einladen, auch hierher zu kommen. Ja, was darf ich Ihnen jetzt noch wünschen? Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen heutigen, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt wissen, Weltzugvogeltag. Das ist heute, Weltzugvogeltag, was alles gibt. Aber allen Müttern, allen Großmüttern, allen Urgroßmüttern und wenn sie heute auch da ist, meine nämlich da ist, allen Schwiegermüttern morgen einen
schönen, angenehmen, hoffentlich nicht so kalten Muttertag. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie uns bitte als Kulturabonnenten treu. Vielen Dank, dass Sie hier waren.